Katja Fischer war den Tränen nahe. Nur noch wenige Minuten fehlten einem Termin, zu dem der Standesbeamte die Tür öffnen und sie und Oliver Lindermann zu sich hereinbitten würde. Doch Oliver war nicht da. Und auch seine Freunde, die Trauzeugen, waren noch nicht erschienen. Sie war allein mit einem fremden Mann auf dem langen Flur. Doch sie sah den Mann gar nicht, der wegen einer wichtigen Urkunde hier war. Sie hoffte verzweifelt, dass Oliver doch noch kommen würde. Das Brautpaar Lindemann Fischer, bitte. Ich... Fräulein Fischer? Ja, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Verlobter ist noch nicht da. Er wollte die Trauzeugen abholen. Ja, wir können ja noch einige Minuten warten. Ihr Verlobter ist gewiss mit dem Wagen unterwegs, nicht wahr? Ja, das ist er. Warten wir also noch. Es ist ja die letzte Trauung heute Morgen. Niemand drängt uns. Ihr Verlobter wird sicherlich gleich eintreffen. Danke. Nun ja, das kann passieren. Vielleicht ist irgendwo ein Stau. Katja wartete. Die Minuten verstrichen. Sie fragte sich, wie unglücklich sie sein würde, wenn er nicht zu dieser Heirat kommen würde. Sie musste sich eingestehen, dass sie keinen Schmerz empfand, sondern nur Zorn und Wut. Dabei liebte sie Oliver. Es war nur die Situation, die sie so erzürnte. Nun, Fräulein Fischer? Mein Verlobter ist immer noch nicht da. Wollen wir noch länger warten? Ich weiß nicht. Verzeihung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wie wollen Sie mir denn jetzt helfen? Es gäbe schon eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit? Nun, ich könnte mit Ihnen in das Zimmer des Standesbeamten gehen. Sie nehmen mich auf den Arm, das wäre doch technisch gar nicht möglich. Ich wollte Sie nur einmal lächeln sehen. Sie sehen bezaubernd aus, wenn Sie lächeln. Ich denke, wir sagen die Trauung ab. Es ist Ihnen doch recht, Fräulein Fischer. Oder wollen Sie noch auf Ihren Verlobten warten? Nein, ich werde nicht länger warten. Ich fahre nach Hause. Darf ich Sie zu einem Cognac einladen? Von Ihnen will ich jetzt auch nichts wissen. Wer hat Sie überhaupt gebeten, sich in meine Angelegenheiten zu mischen? Ich kann auf Ihr Mitgefühl sehr gut verzichten, mein Herr. Bleiben Sie doch noch, bitte. Wozu? Ich möchte wissen, was wir miteinander zu tun haben. Katja! Katja! Thorsten Lindemann, mein beinahe Schwager. Ich bin so froh, dass ich dich nur angetroffen habe. Ach ja? Oliver bittet dich tausendmal um Verzeihung. Er hatte gestern Abend eine wichtige Geschäftsbesprechung und heute Morgen hat er verschlafen. Er muss sehr erschöpft gewesen sein. Er ist noch in Düsseldorf und konnte nicht rechtzeitig kommen. Er will alles nachholen. Das ist doch die Hölle! Wie kommst du dazu, so frech zu lügen, Thorsten? Hat Oliver dir das aufgetragen? Merkt er denn nicht, wie lächerlich er sich macht? Diese Geschichte soll ich ihm glauben? Wollen wir nicht gehen? Ja, das wollen wir. Ich werde dieses Haus nie wieder betreten. Darauf kannst du dich verlassen. Und wenn Oliver auf Knien zu mir kommen sollte... Du musst ihm glauben, er hatte... Ich muss? Ich muss gar nichts. Und vor allem muss ich Oliver nicht wiedersehen. Und das werde ich auch nicht. Du glaubst ja gar nicht, wie unglücklich Oliver war, als er mich anrief. Das glaube ich auch nicht. Er kann ja gar nicht verschlafen haben. Schließlich kann man sich ja telefonisch wecken lassen. Naja, daran hat er gestern nicht mehr gedacht. Ja, er hat an die ganze Hochzeit nicht mehr gedacht. Das wird ja alles nachgeholt, Katja. Und die Gäste und die Feier? Hast du das vergessen? Ich möchte wissen, was ich meinem Vater sagen soll. Und den Verwandten. Die Hochzeitsgeschenke kommen schon seit einer Woche. Was soll damit geschehen? Mein liebes Kind, meine allerherzlichsten Glückwünsche. Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Auch deinem lieben... Ja, wo ist denn dein Mann? Die Hochzeit hat nicht stattgefunden, Tante Olga. Was heißt das? Gehen Sie bitte nach Hause, meine Herren von der Presse. Es gibt heute nichts zu fotografieren. Es gab nämlich keine Hochzeit. Der Termin ist verschoben. Katja, möchtest du mir das nicht erklären? Wo ist Oliver? Ja, Katja, was ist los? Oliver ist nicht gekommen, Vater. Ohne Bräutigam kann ja wohl keine Trauung stattfinden, nicht wahr? Wieso ist er nicht gekommen? Also sowas habe ich ja noch nie gehört. Ist er tot? Vater. Naja, was sollte ihn sonst davon abhalten, dich zu heiraten? Das frage ich mich auch, Vater. Was meinst du? Ich will dir sagen, was ich denke. Er hat eine andere. Ach, das ist ja wohl der größte Unsinnsinn, den ich je gehört habe.
Es muss schon etwas Wichtiges dazwischen gekommen sein. Das kannst du mir glauben. Es war so peinlich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie. Und jetzt die Gäste, die Reporter. Du hättest sie gar nicht ins Haus lassen sollen. Warum nicht? Für eine Hochzeit interessieren sich viele Leute. Außerdem ist es eine kostenlose Reklame für unser Bier. In diesem Fall wohl kaum. Ich werde Sekt servieren lassen und müssen die Gäste gehen. Sie müssen einsehen, dass es kein Fest geben kann, wenn es keine Hochzeit gibt. Ich werde eben alles nachgeholt. Verlass dich nur nicht zu sehr darauf, Vater. Was willst du damit sagen? Ich werde Oliver Lindemann nicht heiraten. Für kein Geld der Welt. Also beruhige dich erstmal, Kind. Und hör dir an, was Oliver dir zu sagen hat, wenn er kommt. Ich will ihn nicht sehen. Nie mehr. Ah, Herr Lindemann. Ich möchte Katja sprechen. Wo ist sie? Ich weiß nicht, wo sie ist. Also dann sehen Sie nach, ja? Aber schnell bitte. Es ist dringend. Wenn Sie Herrn Fischer sprechen möchten. Aha, so ist das. Na gut, ich komme gleich mit, ja? Wie Sie wünschen. Hier bitte. Herr Fischer ist in seinem Arbeitszimmer. Danke, danke. Ich kenne mich aus. Oh, hallo. Oliver. Nett, dass du kommst. Leider muss ich sagen, dass du dich nicht gerade gut benommen hast. Du hast doch wohl nicht ernsthaft vorgehabt, Katja zu verletzen. Aber natürlich nicht. Es war alles ein schreckliches Durcheinander und dann habe ich einfach alles verschlafen. Kann ich verstehen. Ich war selbst früher kein Kind von Traurigkeit. Nach meiner Hochzeit bin ich allerdings solide geworden. Ach, du solltest dich mit Katja arrangieren. Ja, ja, das habe ich vor. Ihr habt doch viel füreinander übrig, ne? Ja, aber natürlich. Ich will sie auch auf jeden Fall heiraten. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Hol mal aus dem Schrank einen Whisky drüben und zwei Gläser. Ja, gern, gern. Ja, wann kann ich Katja sehen? Ich möchte mich bei ihr entschuldigen, weißt du. Ich will doch, dass sie mir verzeiht. Ja, kann ich verstehen, mein Junge. Aber ich glaube, das wird nicht zu einfach sein. Du kennst ja Katja. Sie ist sehr temperamentvoll und hat ihren eigenen Kopf. Ich glaube kaum, dass sie dir um den Hals fällt, wenn sie dich sieht. Muss sie auf einiges gefasst machen. Aber es gefällt mir ja gerade, dass sie so viel Temperament hat. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ja. Ich werde schon mit Katja fertig werden. Also, wo finde ich sie? Hm? Sie ist doch im Haus, nicht wahr? Ja, sie wird sich heute kaum auf die Straße wagen. Sie ist davon überzeugt, die größte Blamage ihres Lebens erlitten zu haben. Naja. So ganz unrecht hast du ja nicht. Ich gehe zu ihr. Ich denke, wir sehen uns später noch. Ja, wie du willst. Ich geh die Treppe hoch. Danke. Katja? Oh, Katja, bitte mach auf, ja? Ich muss mit dir sprechen. Ich muss dich sehen, Katja. Ich will dich nicht sehen. Ich will dich nie mehr sehen, Oliver Lindemann. Mach schon auf, mein Engel. Ich liebe dich. Du kannst dir deinen Engel und deine Liebe für andere aufheben. Ich will nichts mehr von dir wissen. Und jetzt geh endlich von der Tür fort. Ich mag das nicht, wenn man mich im Schlafzimmer belauscht. Bitte, bitte, sei nicht so störrisch. Wir können doch einmal in Ruhe miteinander reden. Ich habe dir viel zu sagen. Mag sein. Ich habe dir jedoch nichts mehr zu sagen. Herrgott noch mal, bitte mach endlich auf. Es ist doch lächerlich, mich hier stehen zu lassen. So? Lächerlich ist das. Und wie war das heute Morgen für mich auf dem Standesamt? Das war wohl gar nichts. Ich bin ja gekommen, um mich zu entschuldigen. Und ich will dich nicht sehen. Wir können noch eine Weile so weiterreden, aber das ändert nichts. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wie du willst. Ich gehe. Ich habe nichts dagegen. Na? Die Schlacht verloren? Die nächste Attacke wirst du gewinnen, Oliver. Es wird keine nächste Attacke geben. Sie will mich nicht mehr sehen. Also akzeptiere ich ihren Wunsch. Wir reden später nochmal miteinander. Heute war wohl kein besonders günstiger Tag. Oliver verabschiedete sich von Herrn Lindemann. Als er im Wagen saß, überlegte er, was er jetzt tun sollte. Es reizte ihn gar nicht, nach Hause zu fahren und seinen Eltern gegenüberzutreten, da er von diesen doch nur Vorwürfe hören würde. Einige Tage verstrichen. Beharrlich weigerte sich Katja, mit ihrem Verlobten Oliver zu sprechen. Nun nimm doch endlich Vernunft an, Kind. Oliver hat schon 10-mal angerufen und nach dir gefragt. Wie lange willst du denn noch die Beleidigte spielen? Du kannst mir doch nicht einreden, dass du nichts mehr für ihn übrig hast. Natürlich mag ich ihn noch immer. Deine leider Gottes viel zu früh verstorbene Mutter hätte dir darauf geantwortet. Das klingt, als würdest du von einem alten Wintermantel sprechen. Übertreibe nicht, Vater. Also nimm dich doch endlich zusammen und sprich mit ihm. Damit wieder alles in Ordnung kommt. Man wartet doch schließlich auf die Hochzeit.
Ich soll noch einmal zum Standesamt gehen? Nein, Vater, das kann ich nicht. Oh Gott, da sind wir wieder am Anfang angekommen. Hör mir mal gut zu. Ohne Standesamt gibt es keine Trauung. Das ist nun mal so. Daran hätte Oliver eher denken sollen. Nimm es geschehen, es ist geschehen. Muss ich auf die Tatsachen einstellen. Dankeschön, gib mir mal. Das Leben geht doch weiter. Allerdings. Und ich mache mich nicht nochmal lächerlich. Ja. Wir könnten ja was ganz anderes machen, Kind. Wenn du einen solchen Widerwillen gegen das Standesamt hast, findet die Trauung eben in unserem Hause statt. Schließlich haben wir eine Villa, die recht repräsentativ ist, nicht wahr? Ja, meinst du, das wäre möglich, Vater? Na gewiss. Ich kenne da jemanden beim Standesamt. Das ließ ich ohne weiteres einrichten. Und Voraussetzung ist natürlich, dass du Oliver überhaupt heiraten willst. Ja, ich könnte es mir ja vielleicht überlegen, aber er müsste mich schon sehr herzlich um Verzeihung bitten. Das wird er bestimmt tun, Kind. Er liebt dich doch. Wenn ihm nicht so viel an dir gelegen wäre, hätte er bestimmt nicht immer wieder versucht, dich zu erreichen. Ich werde ihm sagen, dass er kommen soll, wenn er wieder telefoniert. In Ordnung? In Ordnung. Ich bin froh, dass du endlich vernünftig geworden bist, Kind. Im Hause des Industriellen Dietrich Lindemann spielte sich an diesem Abend eine ähnliche Szene ab. Dietrich und Elisabeth Lindemann saßen mit ihrem Sohn Oliver auf der Terrasse und tranken Kaffee nach dem Abendbrot. Hast du noch immer nicht mit Katja gesprochen? Nein, Vater, sie ist störrisch wie ein Fohlen. Sie will mich noch immer nicht sehen. Ich verliere langsam die Geduld. Sie wird sich schon besinnen, mein Junge. Du hast sie doch noch immer gern, oder? Ach, natürlich habe ich Katja noch immer gern, Vater. Das ist die Hauptsache. Du weißt, wie sehr wir diese Hochzeit wünschen. Du musst also versuchen, die Geschichte wieder ins Reine zu bringen. Ihr seid doch wie füreinander geschaffen, diese entzückende Katja und du. Wir wollen endlich diese Hochzeit nachholen. Schon gut, Mutter. Ich tue, was ich kann. Aber ich lasse mich nicht zum Narren machen. Aber wer tut denn das, mein Junge? Katja doch gewiss nicht. Sie will sich wohl ein wenig rächen, weil du sie blamiert hast. Ich kann das sehr gut verstehen. Aber du wirst sehen, sie wird schließlich doch nachgeben. Dein Wort in Gottes Ohr, Mutter. Du siehst zur Uhr. Hast du noch etwas vor, Junge? Tja, ich wollte eigentlich... Soll ich hier rumsitzen? Du solltest langsam solider werden. Wenn du erst verheiratet bist, kannst du dir die Nächte nicht mehr um die Ohren schlagen. Deshalb tue ich es ja jetzt, Vater. Aber geh doch einfach zu Katja, mein Junge. Heute Abend noch. Sie wird überrascht sein und deshalb umso eher einlenken. Ihr werdet euch versöhnen und dann feiern wir eine Hochzeit, von der man noch lange sprechen wird. Naja, vielleicht sollte ich wirklich zu ihr gehen. Okay, ich versuche es. Sie warf nicht mit Blumenvasen und sie fuhr ihn auch nicht an wie eine Katze, als er sie endlich wieder sah. Katja lächelte eher milde und hörte sich still Olivers Entschuldigungsgründe an, die er sehr blumig ausschmückte und die natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entsprachen. Als er Katja dann in die Arme zog, wehrte sie sich nicht. Ich bin sehr glücklich, dass du mich endlich angehört hast. Ich wusste gar nicht, wie ich ohne dich leben sollte, mein Engel. Es ist gut, dass dir das endlich klar geworden ist. An unserem Hochzeitstag hast du darüber wohl überhaupt nicht nachgedacht. Oh, bitte, sprich nicht mehr von jenem schrecklichen Tag. Das ist nun vorbei. Wir werden eine tolle Hochzeit feiern. Sie wird alles in den Schatten stellen, was je da gewesen ist. Ich will dir noch einmal glauben. Oh, ich sehe, ihr küsst euch. Meine lieben Kinder, ich freue mich ja so. Habt ihr schon den neuen Hochzeitstermin festgesetzt? Soll ich Champagner kalt stellen lassen? Heute Abend machen wir noch alles perfekt, lieber Schwiegervater, ins B. Das will ich hoffen. Ich sehe dich ja später vielleicht noch, Katja. Es wird bestimmt spät, Vater. Warte nicht auf mich. Oh, du weißt, dass ich niemals früh zu Bett gehe, Kind. Wir fahren noch irgendwo hin. Einverstanden? Einverstanden. Dann komm. Bist du eigentlich von selbst zu mir gekommen? Wie meinst du das? Du weißt, wie ich es meine. Haben deine Eltern dich nicht hergetrieben? Mein Vater jedenfalls war sehr für eine Versöhnung. Also ich will ehrlich sein, auch meine Eltern wollten, dass ich zu dir gehe. Aber du weißt ja, dass ich mich niemals nach der Meinung anderer richte, wenn es um mich geht. Ich wollte wieder bei dir sein. Deshalb bin ich gekommen. Du, das waren scheußliche Tage ohne dich. Für mich waren es auch keine schönen Tage. Warum hast du mich da nicht eher sprechen wollen? Ich habe so oft angerufen. Du solltest sehen, wie es ohne mich ist.
Das war eine heilsame Lektion. Aber bitte, bitte mach so etwas nicht noch einmal mit mir. Es könnte sein, dass ich das nächste Mal nicht so viel Geduld aufbringe. Es kommt ganz auf dich an, Oliver. An mir soll es nicht liegen. Ich werde nichts tun, was dich verletzen oder kränken könnte. Ah, wieder rot. Also, wenn das so weitergeht, brauchen wir eine Stunde bis in die Stadt. Das macht doch nichts. Was ist denn, Katja? Kennst du den Mann da im Auto? Bist du eifersüchtig? Natürlich nicht. Ich wüsste nur gern, wer das war und warum du ihn so angelächelt hast. Ein charmanter Mann, Oliver. Mhm. Ich habe ihn auf dem Standesamt getroffen, als ich vergeblich auf dich gewartet habe. Er hat mir spontan angeboten, als Bräutigam für dich einzuspringen. Na, was für ein Glück, dass er das nicht konnte. Was hältst du vom 24. August als neuen Hochzeitstermin? Hm? Der 24. August war ein strahlend schöner Sommertag, wie ihn sich das Brautpaar besser nicht hätte wünschen können. Die Vorbereitungen für die Hochzeit in der Fischer-Villa waren abgeschlossen. Beim Frühstück stellte Katjas Vater überrascht fest, dass die junge Braut erstaunlich ruhig war. Ja, freust du dich denn nicht, Kind? Heute ist doch ein großer Tag. Das war ja schon einmal, Vater. Du weißt ja, was dann daraus wurde. Ja, aber ich bitte dich, wer wird denn so pessimistisch sein? Diesmal kommt garantiert nichts dazwischen. Hat Oliver nicht vorhin erst angerufen, mit dir gesprochen? Er hat weder verschlafen, noch wird er von geschäftlichen Besprechungen aufgehalten. Ja, Vater. Ja. Ist ein Jammer, dass deine Mutter uns so früh verlassen musste. Wie stolz wäre sie heute auf dich. Ich vermisse sie auch. Aber wir sollten an diesem Tag nicht traurig werden, Vater. Recht hast du, Kind. Es soll ein Tag der Freude sein. Dass wir dieses fantastische Wetter haben, ist ein Geschenk des Himmels. Wir werden eine Gartenparty geben, von der man sprechen wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich etwas falsch mache. Das ist ganz normal. Es geht den meisten Bräuten so. Ruh dich noch ein wenig aus. Ausruhen? Ach, dazu bin ich viel zu nervös. Nervös? Davon merke ich nur wirklich nichts. Ja, ich kann mich beherrschen. Es ist alles vorbereitet. Du hast noch genug Zeit. Leg dich hin und versuch zu lesen oder zu schlafen. Ja, kannst dir denken, dass die Gäste lange bleiben werden. Sie wollen sich nach dem Reinfall beim ersten Mal doppelt schadlos halten. Ja, Vater. Ich gehe hinauf in mein Zimmer. Du wirst mir sehr fehlen, Vater. Du mir auch, mein Kind. Aber bist ja nicht aus der Welt. Nein, Papa. Bis später. Katja ging auf ihr Zimmer. Nur noch wenige Stunden und sie würde Olivers Frau sein. Was würde sie an seiner Seite erwarten? Glück und Liebe? Oder Verzweiflung? Einsamkeit und Angst? Sie schob diese Gedanken von sich. Katja wollte nicht grübeln. Wahllos griff sie nach einer der Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen. Sie blätterte darin herum, konnte sich auf nichts konzentrieren. Dann plötzlich schlug sie die Seite mit den Klatschspalten auf und sah ein Foto, das sie in ihren Bann schlug. Das Foto zeigte Oliver mit einer aparten jungen Frau, die sich zärtlich an ihn schmiegte. Sektkelche standen vor dem Paar. Katja las die Bildunterschrift. Abschied vom Junggesellenleben feierte der Großindustrielle Oliver Lindemann mit dem Topmodell Yvonne Steiner in einer Düsseldorfer Bar. Morgen wird Oliver Lindemann die Tochter des bekannten Brauereibesitzers Fischer heiraten. Das war's also. Das war seine geschäftliche Besprechung. Er hat mich betrogen. Und deshalb war er nicht auf dem Standesamt. Die Hochzeitsgesellschaft war in der Fischer-Villa versammelt. Voller Spannung und Anteilnahme verfolgte sie die bewegenden Worte des Standesbeamten. Katjas Vater Dietrich Lindemann und dessen Frau Elisabeth standen etwas abseits. Diesmal ist mein Sohn pünktlich. Und Sie, Herr Oliver Lindemann, sind hier erschienen, um in den Stand der Ehe einzutreten. Entzücken Sie Katja aus. Wunderschön. Wirklich. Oliver aber auch. Der Frau.
Vertrag steht ihm ausgezeichnet. Psst. Jetzt ist es soweit. Wenn Sie, Herr Oliver Lindemann, die hier anwesende Katja Fischer ehelichen wollen, so antworten Sie bitte mit einem Ja. Ja. Und wenn Sie, Fräulein Katja Fischer, bereit sind, den hier anwesenden Oliver Lindemann zu ehelichen und seine Frau zu werden, so antworten Sie bitte mit Ja. Nein. Katja! Wo willst du denn hin? Katja, lauf doch nicht weg! Draußen ist sie. Katja, bitte! Unerhört! Sie ist weggefahren. Das ist ja wirklich ein starkes Stück. Katja fuhr eine geraume Weile ziellos umher, ohne zu bemerken, dass ihr Olivers Bruder Thorsten folgte. Erst als sie in ein Restaurant ging, um hier eine Tasse Kaffee zu trinken, sah sie seinen Wagen. Panik kam in ihr auf. Sie wollte nicht mit Thorsten reden. Was wollte er von ihr? Sie zurückbringen? Katja wollte das Restaurant verlassen, um Thorsten zu entgehen, und prallte unversehens mit einem Herrn zusammen. Oh, Verzeihung. Das nenne ich aber eine Überraschung, Fräulein Fischer. Ach, Sie? Ja, ich, Peter Holm. Und ich habe das Gefühl, ich trete immer in entscheidenden Augenblicken in Ihr Leben, stimmt's? Ja, habe ich nicht von einer heute stattfindenden Hochzeit in der Zeitung gelesen? Wollen Sie mir helfen? Oh, bitte tun Sie es. Lassen Sie uns schnell irgendwo hinfahren, wo uns niemand findet. Das ist ein wundervolles Angebot. Ich nehme es gerne an. Schnell. Ja, ich verstehe. Sie wollen nicht mit diesem Herrn dort zusammentreffen, ja, der eben aus dem Auto steigt. Ist das nicht der junge Mann vom Standesamt? Ja, schnell, bitte. Da drüben ist eine Tür. Vielleicht ist dort noch ein Ausgang. Gut, versuchen wir es. Ach, wir müssen fort von hier. Ich will nicht, dass man mich findet. Jedenfalls heute nicht. Ja, hier scheint es ja tatsächlich nach draußen zu gehen. Kommen Sie. Ah ja, diese Tür führt auf den Hof. Na also, draußen wären wir. Und nun? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Das weiß ich auch noch nicht, aber ich werde darüber nachdenken. Kommen Sie. Wohin? Zu meinem Wagen. Hier ist er. Steigen Sie ein. Ach, danke. Na, dann wollen wir mal. Ach. Oh, ich bin so froh, dass ich Ihnen heute begegnet bin. Und ich erst. Sie? Warum denn? Oh, weil ich sehr viel an Sie gedacht habe. Ach, Sie haben sich sicher überlegt, ob ich mich mit meinem Verlobten versöhnt habe oder nicht. Na, daran habe ich eigentlich weniger gedacht. Ja, woran haben Sie denn gedacht? An Sie persönlich. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wollen Sie mir nicht erzählen, vor wem Sie fliehen? Es ist doch eine Flucht, zu der ich Ihnen verholfen habe, nicht? Ja. Also? Sie werden über mich lachen. Na, wäre das so schlimm? Darf ich einmal raten, was geschehen ist? Bitte. Sie sind vor der Trauung davongelaufen, richtig? Genau. Wie sind Sie darauf gekommen? Ach, ich weiß schon, weil es in der Zeitung stand, dass wir heute heiraten. Und nun war ich allein in dem Lokal und Sie haben kombiniert, ja. Ja, es stimmt. Und vor dem Standesbeamten und allen Gästen habe ich Nein gesagt und bin davongelaufen. Ja, warum wollten Sie denn plötzlich nicht mehr heiraten? Sie hatten Ihrem Verlobten doch offiziell verziehen. Das ist eine ganz gemeine Geschichte. Ich habe heute herausgefunden, dass er mich in einem sehr wichtigen Punkt belogen hat. Ich weiß jetzt, dass er nicht der richtige Mann für mich ist. Ach. Ich habe endgültig genug von den Männern. No. Ich werde überhaupt nicht mehr heiraten. Männer sind alle gleich. Sie lügen und betrügen, wo sie nur können. Aber, Sie können doch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt auch Männer, die ehrlich und treu sind. Ach was, das glaube ich nicht. Ja, am Anfang vielleicht, ja, aber dann kommt ein wenig Gewohnheit ins Spiel und es ist vorbei mit dem Anstand. Das Ende sieht man ja. Naja, vielleicht war dieser Oliver Lindemann nicht der richtige Mann für Sie, aber es gibt andere, die nicht so sind wie er. Ich traue keinem Mann mehr. Dabei ist es eigentlich schade. Ich bin nämlich gar nicht gern allein, wissen Sie? Das brauchen Sie auch nicht zu sein. Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung. Oh, das ist nett, aber ich werde Ihr Angebot nicht annehmen. Schließlich sind Sie ja auch ein Mann. Ja, das allerdings. Aber wir könnten uns ja auf eine reine Seelenfreundschaft einigen. So etwas brauchen Sie vielleicht im Augenblick. Ich habe gehört, dass Männer und Frauen keine Freundschaft zustande bringen. Ach, das ist doch nur dummes Gerede. Natürlich gibt es sowas, glauben Sie mir. Wollen wir es den anderen nicht beweisen? Ne? Gut, versuchen wir es. Aber wohin fahren Sie mich eigentlich? Zu mir natürlich. Zu Ihnen? Was ist dabei?
Sie müssen keine Angst haben. Ich werde nicht versuchen, Sie zu verführen. Wir sind doch Freunde. Und im Übrigen, haben Sie mich nicht gebeten, an einen Ort zu fahren, wo Sie niemand finden kann? Wer wird Sie wohl in meinem Haus suchen? Ja, das ist wahr. Fahren wir also zu Ihnen. Und an die Hochzeitsgesellschaft denken Sie gar nicht? Oh, das ist nun schon meine zweite Hochzeit, die platzt. Die Gäste werden ganz schön wütend sein. Nur mein Vater tut mir leid. Er versteht bestimmt nicht, was ich getan habe. Ich muss es ihm erklären. So, wir sind gleich da. Oh, ich hätte Lust zu schwimmen. Tja, warum nicht? Mein Pool ist groß genug und einen Badeanzug werden wir schon finden. Du meine Güte, das wird ein Hochzeitstag. Als Thorsten Lindemann zur Fischervilla zurückkehrte, kam ihm sein Bruder Oliver schon entgegen. Thorsten, wo warst du so lange? Ich bin Katja nachgefahren und ich habe sie auch gefunden. Tatsächlich? Wo? Ja, und warum hast du sie nicht mitgebracht? Naja, also direkt gefunden habe ich sie nicht. Ich weiß aber, dass sie ihren Wagen vor einem Restaurant geparkt hat, hineingegangen ist und dort einen Kaffee getrunken hat. Hochinteressant. Du hättest Detektiv werden sollen, Bruderherz. Ist das alles? Na, als ich kam, war sie schon fort. Ich hatte sie vorher einige Zeit aus den Augen verloren, sodass ich etwas zu spät kam. Ihr Wagen stand aber noch vor dem Restaurant. So, und Katja war nicht mehr da? Ich habe den Ober nach ihr gefragt. Also, du glaubst es nicht. Na, nun rede schon, was war los? Katja ist mit einem Herrn weggefahren. Wie bitte? Das kann doch nicht sein. Der Ober hat sie verwechselt. Nein, hat er nicht. Ihr Wagen steht noch da, aber sie ist nicht mehr da. Sie hat sich vielleicht versteckt, als sie dich kommen sah. Nein, unmöglich. Für mich sieht es so aus, als ob ein anderer Mann dahinter steckt. Ach, vielleicht wollte sie dich auch nur an der Nase rumführen. Das passt nicht zu Katja. Nach der Geschichte auf dem Standesamt? Ich hätte ihr eine so billige Rache nicht zugetraut. Sie hat keinen Stil, kein Format in meinen Augen. Oh, dein beinahe Schwiegervater kommt. Seht mal, was ich gefunden habe. Diese Illustrierte lag auf Katjas Bett. Möchtest du mal lesen, Oliver? Auf Seite 47. Ja, was ist denn? Moment. 6, 7. Also das ist doch... Naja, die Zeitungen müssen immer alles aufbauschen, nicht? An der Tatsache, dass du in jener Nacht mit der bewussten Dame zusammen warst, ist ja wohl nichts aufzubauschen. Ne? Ja, wie auch immer. Das war der Stein des Anstoßes. Ich könnte mir denken, dass Katja diesmal nicht zu versöhnen ist. Ach, wir wollen den Champagner nicht warm werden lassen. Ich bin optimistisch. Die Zeit hat schon so manches wieder in die Reihe gebracht. Katja war inzwischen in der Villa von Peter Holm. Diese berichtete ihr, dass er das Anwesen, das von großem Wohlstand zeugte, erst vor wenigen Tagen geerbt hatte. Also, ein Bikini habe ich auch nicht. Ach. Und meine verstorbene Tante, von der ich das Haus habe, hatte wohl auch keinen. Ach, schade, dann wird es nichts mit dem Schwimmen. Na, aber das ist doch kein Problem. Ich werde Ihnen einen Badeanzug kaufen. Machen Sie es sich so lange im Wohnzimmer bequem. Ich bin in einer halben Stunde zurück. Wie Sie alles komplizieren. Am besten ist es doch, wenn ich mit Ihnen komme. Dann kann ich den Badeanzug anprobieren. Außerdem habe ich am liebsten Bikini. Nein, ich möchte Sie überraschen. Sie werden sehen. Ich besorge Ihnen einen Bikini, der Ihnen auf Anhieb passt. Wollen wir wetten? Was, das glaube ich Ihnen auch so. Sie scheinen so etwas schon öfter gemacht zu haben. Nein, das nicht. Das ist ein Versuch. Man muss alles einmal probieren. Also gut, ich werde auf Sie warten. Ich bin wirklich gespannt, was Sie anbringen. Können Sie schwimmen? Ja, natürlich. Sie werden es nachher sehen. Das ist gut. Es ist ziemlich langweilig, allein zu schwimmen. Übrigens, ich habe Größe 38. Peter Holm hatte ein Problem. Siedend heiß war ihm eingefallen, dass er am Spätnachmittag mit seiner Freundin Monika verabredet war. Nachdem er den Bikini eingekauft hatte, fuhr er zu ihr, um ihr klarzumachen, dass er keine Zeit für sie hatte. Peter Holm mochte Monika, aber er liebte sie nicht und er hatte schon einige Male erwogen, sich von ihr zu trennen, hat es aber nicht übers Herz gebracht, es ihr zu sagen. Peter, du kommst jetzt schon? Ja, Monika, aber ich komme, um dir zu sagen, dass ich eigentlich nicht komme. Was heißt das? Komm erst mal rein. Ich habe heute Abend ein paar Geschäftsfreunde zu Besuch. Eine furchtbar langweilige Geschichte. Ich möchte das nicht zumuten. Also, ich finde Besprechungen überhaupt nicht langweilig. Kann ich nicht dabei sein? Ich verspreche dir auch kein Wort zu sagen. Bitte versteh mich, Monika. Es ist ein reiner Herrenabend. Die anderen bringen ihre Freundinnen oder Frauen auch nicht mit. Wir wollen ganz unter uns sein.
Ach, ich hatte mich so auf den Abend gefreut. Dafür gehe ich nächste Woche mit dir in dieses Musical, das du so gern sehen wolltest. Na schön. Bist du so nett und fährst mich zu einer Bekannten? Zu Marianne. Sie feiert heute ihren Geburtstag. Und wenn du keine Zeit für mich hast, kann ich auf ihre Party gehen. Ja, gern. Prima. Meinst du, dass ich so gehen kann? Du siehst bezaubernd aus. Die Herren werden sich um dich reißen. Was dich, wie man sieht, kalt lässt. Meine Liebe, Eifersucht ist ein Zeichen von Egoismus. Oh nein, Eifersucht ist ein Zeichen von Liebe. Keine wirkliche Liebe ohne Eifersucht. Und da du nicht eifersüchtig bist... Ach komm, lass uns jetzt nicht darüber reden. Gehen wir? Gut. Ich muss vorher aber noch Blumen kaufen. Ich fahr dich beim Blumengeschäft vorbei. Du bist so gefällig, als hättest du ein schlechtes Gewissen. Ich bitte dich. Du tust ja gerade so, als sei ich sonst unhöflich. Ich glaube nicht, dass du dich beklagen kannst. Ach, entschuldige, du hast recht. Danke. Was ist das für ein Päckchen? Für mich? Nichts von Bedeutung. Nichts? Das ist doch das Papier von Bergner. Ich kenne es genau. Ich habe viel da gekauft. Es fühlt sich weich an. Also, was ist es? Ein Geschenk für mich? Es ist diesmal nicht für dich, Moni. Es ist ein Tuch, das ich für Frau Koch besorgen sollte. Seit wann machst du für die Gärtnersfrau Besorgung? Sie ist schließlich auf Wunsch meiner Tante auch meine Haushälterin. Da werde ich ihr doch wohl mal einen Gefallen tun dürfen, oder? Was wollte sie denn für ein Tuch haben? Ach, ich bitte dich, Monika. Wenn du mir nicht glaubst, öffne das Päckchen und sieh nach. Ich werde es schon fachgerecht wieder schließen. Ach, so wichtig ist es auch wieder nicht. Katja stand in der Tür und schützte mit der Hand die Augen vor der blendenden Sonne, als Peter Holm von dem Einkauf zurückkam. Sie lächelte ihn so glücklich an, dass ihm ganz warm wurde. Sie haben lange suchen müssen, nicht wahr? Ich bin sehr gespannt, was Sie mitgebracht haben. Darf ich sehen? Gern. Ich bin selbst gespannt. Sehr hübsch. Dieser Bikini gefällt mir. Aber wenn er jetzt noch passt, wo kann ich ihn anziehen? Hier ist das Gästezimmer. Ich ziehe mich inzwischen auch um. Wir sehen uns dann am Pool, gut? In Ordnung. Bis dann. Ah, Herr Holm, gut, dass Sie da sind. Da war ein geschäftlicher Anruf aus London. Der Herr will gleich noch einmal anrufen. Danke, Frau Koch. Ich bleib jetzt hier im Haus. Würden Sie Fräulein Fischer und mir bitte irgendetwas Erfrischendes machen? Gern, Herr Holm. Ich bin gleich soweit. Wenige Minuten später kam Peter Holm zum Swimmingpool. Katja war schon dort. Sie sah hinreißend in dem blauen Bikini aus, den er ihr gekauft hatte. Der Bikini saß wie angegossen. Oh, mein Kompliment. Was sagen Sie zu meinem Einkauf? Großartig. Sie müssen sehr viel von Frauen verstehen. Haben Sie viele Freunde? Es geht. Ich bin kein Draufgänger, falls Sie das meinen. Nein, das glaube ich auch nicht. Draufgänger könnten mir niemals sympathisch sein. Darf ich daraus schließen, dass Sie mich nicht unsympathisch finden? Ja, das dürfen Sie. Auch wenn Sie nur mein Seelenfreund sind. Herr Holm! Herr Holm, Telefon, London. Entschuldigen Sie mich bitte, Katja. Ich bin bald wieder da. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Wie kommen Sie denn hierher? Mit welchem Recht fragen Sie mich das? Das wird Ihnen Herr Holm sicherlich gleich erklären. Aber wahrscheinlich verstehen Sie mich besser, wenn ich von Peter spreche. So weit sind Sie doch bestimmt schon. Sie brauchen sich nicht zu erregen. Ich kenne Herrn Holm kaum. Ich habe ihn nur gebeten, mir in einer schwierigen Situation beizustehen. Er war ein Gentleman und hat mir geholfen. Ich musste mich nämlich heute verstecken. Sie haben wirklich keinen Anlass, nervös zu sein. Ich bin nicht nervös. Wie kommen Sie dazu, Peter um Hilfe zu bitten? Wir kennen uns schon seit geraumer Zeit. Ach, das ist ja interessant. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie Ihren Aufenthalt hier so kurz wie möglich machen würden. Ich möchte es Ihnen raten. Sind Sie vielleicht... Frau Holm. Das geht Sie gar nichts an. Also nicht. Dann können Sie mich auch nicht fortschicken, nicht wahr? Ich will noch etwas schwimmen. Es ist noch so schön warm. Ich wusste doch, dass hier etwas nicht stimmt. Na, warte, Peter. Mal sehen, wo er ist. Bestimmt im Haus. Ah, hallo, Peter. Du? Ja, ich. Ist das dein Herrenabend, von dem du mir erzählt hast? Ist das vielleicht einer deiner Geschäftsfreunde, der dort schwimmt? Komm doch bitte herein, Monika. Ich möchte wissen, was es da noch zu erklären gibt. Die Situation ist doch eindeutig. Ich hoffe, du wirfst sie auf der Stelle raus. Monika. Sie hat mir erzählt, dass du ihr geholfen hast.
aber man soll seine Hilfsbereitschaft auch nicht übertreiben. Ich muss dir etwas sagen, Monika. Ich wollte schon lange mit dir darüber reden, aber... naja, ich war wohl zu feige dazu. Wozu warst du zu feige? Dir zu sagen, dass wir nicht zueinander passen. Ach, das entscheidest du? Ich finde, wir passen großartig zueinander, gerade weil wir so verschieden sind. Nein, Monika. Wir würden nie wirklich zusammenkommen können. Das musst du doch gespürt haben. Dir fehlt ein anderer Mann. Ein Mann, der so lebenslustig ist wie du, der Partys liebt und all den Rummel, den du gerne hast und den ich nicht ausstehen kann. Dann willst du mich also loswerden, weil du eine andere gefunden hast. Findest du das sehr fair, Peter? So ist es doch nicht, Monika. Ich habe keine andere. Ach nein? Dann ist das also doch ein Geschäftsfreund in deinem Swimmingpool? Ach, wir sind Freunde, nichts weiter. Wahrscheinlich wird ihr Verlobter sie über kurz oder lang finden. Vor dem ist sie nämlich davongelaufen. Du willst mir doch nicht weismachen, dass du ihr aus reiner Nächstenliebe geholfen hast. Hättest du es auch getan, wenn sie hässlich wie die Nacht gewesen wäre? Was soll so eine Frage? Hast du Angst, dir gegenüber ehrlich zu sein? Tja, ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Schon damals, als ich sie das erste Mal sah. Ich kann nichts dafür. Du weißt, wie gern ich dich habe. Aber geliebt haben wir uns nie, Monika. Na, jedenfalls hast du es nie gesagt. Das ist dann also der letzte Akt. Ich kann es einfach nicht fassen. Eine Frau, die so aussieht wie du, braucht niemals zu verzweifeln. Es gibt genug Männer, die nur zu gern meine Stelle einnehmen werden. Das weißt du doch, Monika. Und liebt sie dich auch? Nein, ich glaube nicht. Für sie bin ich nur der Retter aus der Not. Aber ich kann mich dennoch nicht dagegen wehren, dass ich sie liebe. Also ein hoffnungsloser Fall. Ich würde dir etwas Zeit geben, Peter. Vielleicht besinnst du dich ja noch. Im Grunde tust du mir leid, mein armer Liebling. Peter Holm ging in den Garten zum Swimmingpool, als Monika gegangen war. Katja trocknete sich gerade ab. Jetzt habe ich aber genug gebadet. Ach, es war herrlich. Und ich muss mich unbedingt abkühlen. War das eben Ihre Freundin? Sie sah sehr gut aus. Nur schien sie für mich wenig Sympathie zu haben, was ich verstehen kann. Ich wäre auch nicht entzückt, eine fremde Dame im Garten meines Verlobten zu sehen. Oh, ich bin nicht mit ihr verlobt. Ach so. Ich hoffe nur, ich habe nichts zerstört. Nichts, was nicht schon zerstört gewesen wäre. Unsere Romanze war längst beendet, ohne dass wir uns darüber klar waren. Wir haben uns nie geliebt. Wie leicht man sich doch einbilden kann, jemanden zu lieben. Und dann stellt man eines Tages fest, dass es gar keine Liebe war. Ich kenne das. Unser Gefühl kann uns gewaltig täuschen, nicht wahr? Tja, aber manchmal ist es auch anders. Es kommt der Moment, wo man deutlich spürt, dies ist der Mensch, auf den du immer gewartet hast. Ja, und dann ist es Liebe. Ja. Ach, mir wird kühl. Gehen wir ins Haus? Meinen Sie nicht, dass Sie Ihrem Vater Bescheid geben sollten? Sie haben recht. Darf ich mal telefonieren? Bitte. Aber nach Hause kann ich nicht. Ich werde mir ein Hotelzimmer nehmen. Ich möchte Ihnen nicht zur Last fallen. Wissen Sie denn nicht, dass ich glücklich bin, Sie bei mir zu haben? Sie fallen mir nicht zur Last. Bitte, bleiben Sie. Ach, ich hatte fast vergessen, dass wir Freunde sind. Sie können das Telefon gern mit ins Nebenzimmer nehmen. Ach, das ist nicht nötig. Vor Ihnen habe ich nichts zu verbergen. Fischer? Ich bin's, Vater. Ich wollte dir nur sagen, dass du dir keine Sorgen zu machen brauchst. Mir geht es gut. Katja nannte ihrem Vater die Gründe für ihre Flucht und erklärte ihm, dass ihre Beziehungen zu Oliver damit beendet waren. Doch sie wusste, dass Oliver sich mit der Abfuhr, die er erlitten hatte, nicht so ohne weiteres abfinden würde. Sie aß zusammen mit Peter Holm in einem Gasthof zu Abend und unterhielt sich später noch ein wenig mit ihm, als sie in dem schönen großen Wohnraum seiner Villa einen Schluck Wein tranken. Peter hatte Katja von seiner Erbschaft erzählt und von dem Leben, das er führte. Er kam auch noch einmal auf Monika zu sprechen. Wir haben uns getrennt. Es ist vorbei. Sie glauben nicht, dass es sehr schmerzlich für Sie gewesen ist? Sie wird sich schnell trösten, schon um sich selbst zu beweisen, dass sie nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. Aber sprechen wir nicht von mir, sondern von Ihnen. Was haben Sie gemacht? Nicht viel. Ich habe mich mit Musik, Literatur und Malerei beschäftigt. Ich habe einige Semester Kunstgeschichte studiert. Warum haben Sie es aufgegeben?
Ich hatte vor, zu heiraten. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Aber Sie könnten Ihr Studium fortsetzen. Hätten Sie nicht Lust dazu? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Schließlich hat sich ja erst heute alles entschieden. Verlangen Sie bitte noch keine Entscheidungen von mir. Wie könnte ich je etwas von Ihnen verlangen? Das steht mir nicht zu. Auch nicht als Seelenfreund? Ich wollte, ich hätte nie davon gesprochen. Warum nicht? Weil ich nicht Ihr Freund sein kann. Oder nicht nur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Dann sagen Sie gar nichts. Ich verstehe Sie auch so. Ich glaube, es wird Zeit für mich, ins Bett zu gehen. Es war ein turbulenter Tag und wenn er auch so schön und friedlich ausgeklungen ist, ich bin müde. Natürlich. Ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie sich zurückziehen wollen. Schlafen Sie gut. Und träumen Sie etwas Schönes. Vielleicht geht's in Erfüllung. Gute Nacht. Sie sind lieb. Am nächsten Morgen beim Frühstück war Katja sehr still. Sie war in der vergangenen Nacht nicht gleich eingeschlafen. Immer wieder hatte sie an Peter Holm denken müssen und daran, wie wohl sie sich in seiner Nähe fühlte. Sie war sehr unsicher geworden und verwirrt. Was war nun mit ihr geschehen? Sie sind so still. Haben Sie nicht gut geschlafen? Oh doch, ich habe wunderbar geschlafen und... Und geträumt? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Was haben Sie für heute geplant? Oder haben Sie noch nicht darüber nachgedacht? Ich werde nach Hause fahren. Ich kann nicht länger bei Ihnen bleiben. Und warum nicht? Ich kann einfach nicht. Was ist das im Grunde für eine Situation? Aber sie ist völlig natürlich, die Situation. Man muss es nur richtig sehen. Ja, Sie haben wohl recht. Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich gestern war. Es war sicherlich einer der schönsten Tage meines Lebens. Sie übertreiben. Nein, wirklich. Ich sage es Ihnen so, wie ich es empfinde. Aber ich werde Sie nicht halten, wenn Sie gehen wollen. Man kann niemanden halten, der fort will. Aber ich werde auf Sie warten. Vielleicht kommen Sie wieder. Ich hoffe es sehr. Ich komme wieder. Ich komme bestimmt wieder. Auch für mich war es ein sehr schöner Tag. Ganz anders, als ich je einen erlebt habe. Mehrere Tage verstrichen. Immer wieder dachte Katja an Peter Holm. Sie kam von ihm nicht los. Dabei war sie über ihre neu gewonnene Freiheit so froh gewesen. Und jetzt? Ihr Herz hatte sich längst für Peter Holm entschieden. Und doch fehlte ihr der Mut, zu ihm zu gehen. Warum nur? Hatte sie nicht in seinen Augen gelesen, dass Peter mehr als Freundschaft für sie empfand? An diesem Abend war sie allein im Haus, und als es an der Haustür klingelte, überkam sie eine unsinnige Hoffnung. War Peter Holm zu ihr gekommen? Oliver. Guten Abend. Wie schön, dich mal wiederzusehen, meine liebe Katja. Darf ich hereinkommen? Bitte? Ich hoffe, dass du mir keine Szene machen willst. Aber warum denn? Ich kann ja verstehen, dass du dich an mir rächen wolltest. Ich war zunächst sehr wütend auf dich, aber das ist jetzt vorbei. Du weißt doch, was ich für dich empfinde. Diese dumme Geschichte mit Yvonne Steiner hat gar nichts zu bedeuten. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich weiß, dass ich mich nicht korrekt benommen habe. Ist schon gut, mein Mädchen. Ich hab dir verziehen. Nein, nein, bitte lass mich. Ich möchte, dass wir uns in Freundschaft trennen. Du gibst mir keinen Kuss? Was? Du willst dich von mir trennen, Katja? Ich bin gekommen, um dich heute Abend zu entführen und irgendwo zu heiraten. Und niemand soll uns stören. Wir beide werden allein sein. Ach, hör auf mit dem Unsinn. Nein, ich meine es ernst. Ich möchte dieses Mal sicher sein, dass nichts dazwischen kommt. Ich kann ohne dich nicht leben, Katja. Hast du eigentlich nie früher daran gedacht, dass du mich verlieren könntest? Vielleicht war ich wirklich zu leichtsinnig. Aber jetzt werde ich mich ändern. Jetzt soll alles anders werden. Ich verspreche es dir. In den letzten Tagen ist mir erst richtig klar geworden, was du mir bedeutest. Es ist zu spät. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich kann dich nicht heiraten, Oliver. Ich weiß, dass du dich nicht ändern wirst. Du bleibst, wie du bist. Und so, wie du bist, bist du nicht der richtige Mann für mich. Früher war das anders, Katja.
Oder willst du sagen, dass du nie etwas für mich empfunden hast? Früher war ich verliebt in dich. Du bist ja sehr charmant und kennst dich aus mit Frauen. Aber das ist jetzt vorbei. Bitte versuch mich zu verstehen und steigere dich nicht in ein Seelendrama hinein, das du unmöglich empfinden kannst. Vielleicht hast du in allem recht, Katja. Ich kann mich wohl niemals ändern und ich muss auf die Frau warten, die mich so verkraften kann, wie ich bin. Das glaube ich auch. Reden wir also nicht länger drum herum und trennen wir uns freundschaftlich. Fällt mir schwer, aber ich muss wohl akzeptieren. Oliver wollte noch einen Cognac trinken und Katja bediente ihn. Sie selbst trank nicht. Sie war voller Unruhe und konnte es kaum erwarten, dass Oliver ging. Sie wusste in diesem Augenblick, was sie zu tun hatte. Kaum hatte Oliver sich verabschiedet und war davongefahren, da verließ auch Katja die Villa und stieg in ihren Wagen. Eine halbe Stunde später hielt sie vor Peter Holms Bungalow. Sie wollte jetzt alles dem Schicksal überlassen. Katja! Peter! Du bist gekommen, Katja. Peter Holm zog Katja in seine Arme. Keiner von ihnen brauchte nun noch etwas zu sagen. Ihre strahlenden Augen sagten alles.